Das dürfen Männer und das dürfen Frauen. Dieser Gedanke war bei mir nie da. Man muss auch immer noch für seinen Style einstehen. Ich brauchte das immer visuell zu sein. Also mir hat das nicht nur gereicht, Sachen zu sagen, sondern ich musste das auch mit meinen Klamotten ausdrücken. Mode hat sozusagen immer so ein bisschen das untermalt, was ich gespürt habe und was ich gefühlt habe. Ne? Also es gibt auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel darauf zurückgucke, was ich früher toll fand und angezogen habe und wie ich mich angezogen habe, klar würde ich das heute nicht mehr genauso machen, aber das war immer so zu der Zeit authentisch und es war immer das, was ich empfunden habe. Provozieren ist immer so ein Teil bei mir im Ding. Also ich denke immer so, dass es schon extrem sein muss und wir fahren auch teilweise auf Tour in Länder, wo das gefährlich ist, das anzuziehen auf der Bühne. Oder was heißt gefährlich? Aber es ist zumindest so, dass man angeguckt wird und ohne Security dann, glaube ich, lieber nicht auf die Bühne gehen sollte. Aber es ist wichtig und ich finde wichtig, dann dahin zu fahren, weil da kommen auch Leute und ein Publikum, die das brauchen und denen das ganz viel bedeutet. Und ich als kleiner Junge, da wo ich aufgewachsen bin, habe das auch gebraucht. Ich brauchte einen Bowie und ich brauchte eine Nena und ich brauchte die Leute, die zu uns gefahren sind, aufgetreten sind, weil es gab keine schillernden Figuren. Die waren mir total wichtig, ne? Für meine Persönlichkeit, für meine Träume und das Ganze. Und darum ist es mir heute auch wichtig, dass ich dahin fahre, wo die Fans sind und wo die das sehen wollen. Damals, als ich so jung war, war es halt total wichtig für mich, dieses Make-up zu tragen, diese Haare so zu stylen. Das kam alles natürlich von Bowie und von so einer Halloween-Party, zu der ich gegangen bin als Vampir. Und fand das dann ganz toll und dachte, warum kann ich nicht jeden Tag ein Vampir sein eigentlich? Und dann, ja, fing das so an. Aber das war immer so ein Gefühl, also so eine Rebellion auch gegen so die Normen. Ich habe immer total gerne Leute wrong geproved, also wenn die irgendwas angenommen haben. Ne, so Sportlehrer, die mich dann nicht unterrichten wollten, weil sie meinten, du musst bei den Mädchen Sport machen. Dass ich dann eine Eins im Sport hatte, war dann wichtig oder so Sachen. Ne? Also ich wollte auch natürlich provozieren und Leuten irgendwie so einen anderen Weg auch zeigen. Ich hatte noch nie lustigerweise dieses, das dürfen Männer und das dürfen Frauen. Dieser Gedanke war bei mir nie da, komischerweise. Ich hatte den nie verankert, nie in mir. Wobei das zum Beispiel mein Zwillingsbruder Tom ganz anders war. Für den war das total wichtig, seine Männlichkeit auch über seinen Stil auszudrücken. Als kleiner Junge, ich weiß nicht, hat meine Mama immer gesagt, es ist so ungerecht, weil Frauen haben so eine große Auswahl. Für Männer gibt es diesen kleinen Abteil. Ich war so ein zierlicher, dünner Junge und die braunen Jeans zum Beispiel haben einfach viel besser gepasst. Und darum war es bei mir ganz früh so, dass ich dachte, man sollte eigentlich alles immer nur in verschiedenen Größen machen und diese Abteilungen endlich abschaffen. Damit spiele ich auch natürlich in meinen Bühnenkostümen. Also ich glaube, dass heute dieses ganze Schminken und weiblicher zu sein, eine weibliche Seite zu haben oder Frauen, die wahnsinnig männlich sind, dass das natürlich heute viel einfacher ist. Wir sind an einem Punkt gekommen, wo das viel mehr fließt und wir uns auch viel mehr trauen. Ich lese mir zum Beispiel gar keine Kommentare durch, also wirklich fast nie. Ich kenne auch dieses Bullying und so weiter aus dem Internet gar nicht. Das ist für mich, weil ich natürlich so jung das auch ganz extrem schon mitbekommen habe mit den Kommentaren, dass ich, glaube ich, das dickste Fell habe, was man sich vorstellen kann. Also mir macht das überhaupt nichts. Und im Gegenteil, ich bin immer eher so, dass wenn Leute Sachen nicht gut finden, dass ich die dann umso besser finde und dann denke, ah, okay, es mögen die nicht, dann muss es richtig sein. Schön. Ja.